Liebe Elmer, hier ist Marcel. Machen die Spider-Man alles weiter? Oder fangen wir an? Los geht's. Ja, da. Denke ich Mitte. Bildqualität. U-Bahnen. Ja, dem mag ich helfen. Das ist so cool. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, malen Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der Kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt mir mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Theos Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild im Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens. Aber lassen Sie etwas Platz für den neuen. Man weiß ja nie. Oh, das ist aber ganz cool gemacht, ich sage. Hey Pete, ich bin gleich da. Hab ich den Konvoi verpasst? Noch nicht. Ein paar Häftlinge fehlen noch. Fühlt sich bestimmt gut an, die Ausbrecher vom letzten Jahr wieder ins Raft wandern zu sehen. Wirklich gut. Das Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Solange sie wenigstens die Oktopuslöcher gestopft haben. Hoffentlich. Okay, ich komm näher. Bin gleich da. Mom sagen, dass sie später kommen. Miles, Ketal, hast du meine Einkaufsliste? Hey, Mom! Ja, aber in der Bodega gab es keine Kokosnussmilch. Ich schau noch mal woanders. Oh, danke. Und geh nicht nach Midtown. Dieser Gefängniskonvoi sorgt dafür ein Verkehrschaos. Oh, ja, gute Idee. Bis später, Mom. Mann, wie schafft das Pete mit seiner Geheimidentität? Ich mach das total fertig! Ui, ich hab einen Sprung gesehen.
Okay, bleib cool, bleib cool. Du hilfst Spider-Man, einen Gefängniskonvoi zu schützen. Du schaffst das. Einatmen, ausatmen. Bleib cool. Pete, bist du hier? Ich brauche noch etwas Treibstoff. Wie kannst du so trinken? Ganz, ganz vorsichtig. Okay, los geht's. Helix 2 unterwegs mit schwerer Ladung. Verstanden, Helix 2. Wir haben sie erfasst. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Wir haben mit Störungen zu kämpfen. Ist einer von Doc Ock's Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture, vielleicht Scorpion, vielleicht jemand Größeres? Okay, wir haben Trino. Das ist doch richtig. Spoiler, Leute. Ich schaff das, Pete. Keine Sorge. Neulz nicht! Ja. Das ist sicher. Wir treffen auf Helix 2. Das Gewicht zieht mich mit. Korrigieren auf weiter weg. Da reagiert nicht. Achtung, gleich knallt's. Helix 2 stürzt ab. Helix 2 stürzt ab. Oh yeah. Ladung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Durchhalten, Helix 2. Pete, tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay, wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Ich glaube, wir freuen uns auf Freie. Bevor das passiert. Hallo, ihr kleinen Spinnen. Ich frage jetzt den Kampf, hä? Myers, ich nehme Rhino, aber du musst die Ausbrecher aufhalten. Okay, aufhalten, mach ich. Pete wird mir nie wieder eine solche Mission anvertrauen. Das mit dem Heli war super, Kleiner. Hey Leute, wie wär's, wenn wir uns zusammensetzen und reden? Bitte? Nein? Spinnensensor sagt mir immer, wenn ein Gegner mich will angreifen. Wie läuft's da draußen? Ich hab fast alle. Ich hatte fast alle. Hoppla. Wow, toller Wurf. Machst du Sport? Ernsthaft, du bist in Topform. Auf dich wartet die große Feinde. Achtung! Was macht die Straße, Spider-Man? Ganz ehrlich? Irgendwie erschreckend. Weihnachten in New York. Ich liebe es. So nah war ich noch nie an dem großen Rand. Echt irre. Wahres Kunstwerk, wirklich. So würde ich es nicht sagen. Das ist super! Meins ist zerfetzt! Da hat eine Waffe, ich war die nächste. Einfach wow! So, warte mit dir auf. Skala von 1 bis
wir. 10 für die spektakuläre Show, 1 für die Schadensbegrenzung. Die Schlagzeile im Jugendwort wird der Hammer. Wenn der Schlimmste eine miese Schlagzeile ist, dann haben wir Glück. Oh, hoppla. Habe ich den Knopf gesehen? Eine Stier. Ganz cool inszeniert. Miro, donde ist das? Es ist schon spät. Hey, Mom. Ja, Kokosmilch. Danach suche ich immer noch. Ist ein echtes Abenteuer. Was ist? Kennst du? Ja, tut mir leid. Ich will die Bahn noch kriegen. Mira, Miro, lüg mich nicht an. Hol die Milch und komm nach Hause, bitte. Sima, te quiero mucho. Hab dich auch lieb. Jetzt oder niemals. Wir müssen nicht stoppen. Schon unterwegs. Ui, das ist ein bisschen schlecht ins Gewicht gewesen. Wir müssen ihn erledigen. Schnell! Ja, wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf. Oh, schlecht, schlecht, ganz schlecht. Bist du okay? Nein. Nein, 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 nein! Alles klar. Ich hab ihn. Bin gleich da. Mach dich bereit. Okay. Ja. Gib mir eine Minute. Ja. Wow. Fast alles wäre schlimmer. Mann, ich will euch doch helfen. Endaktion, Spider-Man. Oben sind noch mehr. Okay, eine Schlussicht. Ich ziehe Fähigkeiten aus. Okay.
so einer coole Move. Pete, hier draußen wird brenzlig. Schießerei zwischen Polizei und Ausbrechern. Wie geht's der Polizei? Ich halte hier. Mach etwas aus. Pete zählt auf mich. Ich muss die Kerle aufhalten. Soll ich das hier etwa alles alleine machen? Dann ist es sicher. Doch mal wieder ein bisschen heilen. Pete, halt durch! Mann, halt durch! Dann gucken wir, was sie da hat. Was ist da unten? Jetzt kann man ja sie da am Kämpfen sein. Sie da oben nehmen sie. Auch wieder nicht. Nein, hat ja nicht. Er schießt hier, das ist ja gar nicht mit einem Direktverlauf von Luther Kampf. Die schießt auf irgendeinen Kahn. Nicht rein. Kann ich fast die schießen? Oh, schon wieder. Da hat man leider gerade nichts da. Wenn ich heilen muss. Auf die Karte nicht. Okay, irgendwo schießt einer auf mich. Also die falsche Polizisten. Ah, der Job ist noch einer. Okay. Das war aber nicht der Job gewesen.
Ah, darum ist die Story nicht weiter, irgendwie der. Der Ungezogen oder so, ne? Spider-Man, alles klar? Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Ah, der ist doch gut. Miles, verschwinde hier. Mann. Hau, endlich! Venom geschlaut. Wie mache ich das überhaupt? Mit Elektrozug? Oder eine Art Weltinduktion? Boah. Du überlebst und dein Mentor stirbt. Wer hätte das gedacht? Verwendet Wörter, die länger sind als Kraft und Boom. Wer hätte das gedacht? Schöne Klaas, schöne Moves kann ich da machen. Boba. Ah, wird man direkt. Weißt du, Mann, wenn ich gegen dich antrete, dann ist das weh. Wie heißt das noch? Tontauben schießen! Tauben schießen? Nein! Nein! Ich lasse Tauben schießen! Okay. Meine Attacke ist daneben gegangen. Hat er dem nichts ausgemacht, der ist geil. Wir müssen halt nein. Geh runter! Du bist ein blutiger Gegner. Soll ich schnell zurück? Und? Hä? Die wird am Schlag. Und mit dem Stärken noch am Drücken, das Tak-Tak kann abwehren von ihm. Weißt du, Mann, wenn ich gegen dich antrete, dann ist das wie. Wie heißt das noch? Tontauben schießen! Tauben schießen? Nein! Nein! Ich hasse Tauben schießen!
Und uns kann ich die wenn noch Kraft einsetzen, da wieso nicht. Dann geht sie daneben und schön. Ich glaube, da ist mit der besiegt sein. Immer noch nicht. Endlich jetzt. Langbruch. Lebst du noch? So halb. Jungs? Wow, echt? Wow. Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Ist mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Sorry. Unser Ball ist in Ihrem Hof gelandet. Nein, das kommt uns ganz recht. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten es sowieso abreißen. Aber ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank. Euch beiden. Rhino ausschalten? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Danke, aber er ist noch gefährlich. Nein, wir übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Eine strahlende Zukunft. Hallo? Tschüss. Verschwinden wir und überlassen das der Polizei. Also. Ja. Danke. Ja, okay. Vielen Dank. Bioelektrizität. Wow. Ich muss zugeben, ich bin neidisch. Hey, Mann. Ich bin längst nicht wie das Original. Also testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erstmal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Ist das einer von deinen Witzen? Nein, MJ ist für den Bugle im Ausland und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey, ich habe das 8 Jahre ohne Backup gemacht. Und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Oh. Okay. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's? Ist das ein echter Eid? Natürlich. Sowas denke ich mir doch nicht aus. Dann bis demnächst, Spider-Man. New Yorks einziger Spider-Man. Thank you.
wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Alter, zieh ihn mal an. Ich gebe Deckung. Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Der ganz cool ist. Wow. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Ne, Anzug freigeschalten. Du kannst im Anzug schon nicht. Sie ausgerüstet werden. Wenn ihr abkriegt, schaut es mit der Herren. Dann verschiedene Kostüme, die ihr könnt freischalten. Das ist erst die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Okay. Willkommen bei Just the Facts mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, Leute. Meine Weihnachtsspendengala wurde abgesagt wegen ein paar Ehren-Superhelden. Gibt's nicht was Besseres? Oh, von denen hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Hop mit dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, profitgierigen Colleges oder den Erfindern von Autoplay bei Internetvideos? Nein, natürlich berichten wir, wie die Spider-Man Rhino zur Strecke gebracht haben. Abonniert Danicast, neuer Lieblingspodcast. Wir beenden das Video. Das nächste Mal weit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das erste Anspielen von Spider-Man. Meins war alles. Gebt mir ein Like, falls es euch gefallen hat. Tschüss zusammen.